Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forza Torn Live. Wir sind wieder einige Leute hier. Jetzt auch so ein bisschen hier aufgestellt. Die kommenden drei Challenges. Und ich fahre heute den Maserati Levante. Wie es auch jetzt gerade aktuell im Forza Torn gibt. Vielleicht, je nachdem, wenn die Folge rauskommt, im Forza Torn gab. Ich glaube, es ist noch die gleiche Woche. Nee, nicht im Forza Torn, nicht Idiot. Den Levante gab es bei einer Saisonmeisterschaft. Stimmt, nicht Forza Torn. Hieß, glaube ich, Schneebowler oder so. Wenn man den gewinnt, habe ich auch gewonnen. Wie ich den gewonnen habe, werdet ihr sogar bald sehen. Schon als kleiner Spoiler. Jo, das geht der Fahrer. Könnte ich sein. Der war das gerade nicht Serie übrigens. In 100 Metern scharf ein bisschen rechts abbiegen. Oh, nur ein bisschen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und Bremse. Bei 270. Können wir machen. Kann den Innenraum auch zeigen. Der ist schon lustig, finde ich. Tacho gefällt mir. Okay, man sieht ihn jetzt nicht. Geil. Schönes Auto. Blitzerzone, okay. Dann wieder umdrehen. Bei nächster Gelegenheit wenden. So. Ich mag die Tachonadel irgendwie. Ist auch so lang, ich finde das irgendwie cool. Generell schon schick gemacht. Würde ich aber trotzdem nicht nehmen, wenn ich sowas geschenkt kriegen würde. Beim Spiel wirklich mal ganz cool zu fahren, aber was sag ich mit so einem Auto? Geschweige denn auch das Auto auch bezahlen und erhalten. Bei Versicherung wird teuer, glaube ich. Ein bisschen. Sprit wird auch ein bisschen mehr nehmen als mein Corsa. Das muss nicht sein. Ein Auto, was mir nicht wirklich was bringt. Kann ich das Auto schneller zur Arbeit oder besser? Nö. Eigentlich auch nicht. So. Hab ich wieder geschafft. Ich muss ja wenigstens das zweite Mal durchfahren. Ist ja echt nicht schlecht. Aber wir sind schnell, merke ich gerade schon. So, gerade ungefähr 3 Minuten um vom Forza Torn. Hab schon fast die zweite Runde geschafft. Ja, wir sind gut. Komm bitte, lass mich durchfahren. Bitte, bitte, bitte. Yes! Mal Glück gehabt. So. Runde 2 beendet. Fähigkeitsbereich. Wohin sollen wir? Ah, perfekt. Auch ich finde es schön dunkel hier im Innenraum. Das finde ich sehr geil. Halt vor allem nachts, dass dann auch vom Fahren nichts abgelenkt wird. Das kann natürlich auch irgendwie einschläfernd wirken, aber ich finde es besser. Weil nachts im Auto nicht so viel Lichter an sind. Wenn man zumindest die Möglichkeit hat, das auszuschalten. Das finde ich sehr gut, wenn das geht. Und dann sieht man auch besser, was auf der Straße passiert. Das ist, glaube ich, nachts ein wenig wichtiger. Weil Tasten braucht man eh großartig nachts nicht sehen. Driftfähigkeit. Alter, sind wir jetzt schnell. Aua, das war der Baum. Jetzt der unumfahrbare Zaun. Man kennt ihn. Da sind wir schnell. Okay. What the fuck, Alter? Das ging verdammt schnell. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, mal die nächsten Forza-Dons, reichen vielleicht sogar 3 Runden gar nicht. Aber mal gucken. Sehr schnell. Heute werden sich die Punkte auch definitiv lohnen. Also einiges an Punkten gesammelt bis jetzt. Deswegen seid mal gespannt. Und dann bis gleich zur nächsten Runde. 5, 4, 3, 2, 1. Los! Und damit willkommen zurück. Runde 1 ist gestartet. Okay, hier ist der Verkehrsbereich.
Easy. Boah, dann 20 Punkte. Jawohl. So muss das. So, hier, komm. Komm, Maserati, komm. Okay, müssen wir noch leicht sein. Es sind ca. 530 PS, die der Wagen hier in diesem Tuning hat. Was eigentlich gar nicht mal so viel ist. Oh Gott. Das schaffen wir schon. Easy. Es sind auch relativ viele Leute. Oder genug Leute, sag ich mal so. Das schafft man aber. Ich werde auch vorher noch ein Fahrzeug haben. Also vor der Aufnahme hier. Da bin ich den Jeep Grand Cherokee Trackhawk gefahren. Der hat mir den Fahrzeug dann, glaube ich, in 5 Minuten geschafft. Deswegen ist das ziemlich easy. So. So können wir mal den Oma saven. Driftzone. Natürlich das perfekte Auto dafür. Wie immer. So. 69.000. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern links abbiegen. Da. Links abbiegen. Ist die Driftzone hier schon? Ich glaube, das ist die schon, oder? Ja, tatsächlich. Okay. Wir müssen noch weiterfahren. Okay, ja. Da ist Motorswap. Nicht. Wenn mein Allradantrieb, der ist ja das nicht ausgelegt. 70% hinten. Aber ja. Das heißt gar keine Punkte. Und jeder Punkt zählt fürs Team. Fuck. Ja, gut, Königsdeck kann vielleicht ein bisschen besser treffen als ich. Ja, schon das Autos wegen und der Leistung. Tech-Antrieb und so. Und auch ein Allrad und 1000 irgendwas PS kann man gut driften. Aber halt Allrad und 500 PS. 2 Tonnen, ähnlich, aber ich meine, immerhin. 45.000 Punkte. So. Nur fährst du quer, siehst du mehr. Ja. Genau so, Fabian, driftet man. Boah, 50.000 Punkte, ey. Das geht eigentlich sogar. Ich kann das nicht wirklich driften, aber die Punkte zählen halt. Von daher ist das ziemlich wurscht. Punkte. Ja, meine Punkte sind ziemlich stabil. 47.000, 50.000, 48.000. Ja, schön konstant. Das passt. Jetzt haben wir jetzt eh gleich geschafft. Fahrenschild. Ich kann ja SUV-Fähigkeiten dieses Autos auch mal testen. Schade. 30 Punkte zu wenig. Ich komme auch gleich nach, alles gut. Dauert ein bisschen bei mir. Wieder wunderbar angefahren. Alles gut, alles safe. Und aua, 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 aua. Und das war der Maserati. Reif für die Schottpresse. Vielleicht wahrscheinlich schon. Oh, nö.
Felsen sind nicht gut. Jetzt wieder hochkraxeln. Komm, du hast genug Leistung. Hoffe zumindest. Beim Drehmoment, Alter. Über 700 Kilometer. Das ist echt geil. Das muss ich wirklich sagen. Das ist echt viel Drehmoment. Für die Leistung. Komm, wir versuchen einen kleinen Motor. Für nur 3 Liter Hubraum. Ja, dann noch sollte reichen. Ein bisschen drehen. Ah. Ja, einen Sprung schaffe ich bestimmt noch. Ja. Ich habe gerade den typischen Fabian gemacht. Ne? Hallo Baum. Netter Flug. Sah sehr elegant aus. Weißt du was? Probiert doch eh keinen. Einfach von hier an aufnehmen. Einmal will ich nur springen. Ja, einmal schaffe ich auch noch. Vielleicht sogar 170 Meter. Oh, geschätzt, 170 Meter. Ich fahre noch einmal los, zur Sicherheit. Wo ist, wo ich es wahrscheinlich gar nicht brauche. Na komm. Immer schön springen, Leute, ne? Nummer 1. Nummer 2. Los, komm. 3 Leute noch. 1. Okay, 2 vielleicht nur noch. Komm. Und er hier. Bist du unser Kind? Ja, danke schön. Dann wieder ein Cut und bis zur dritten und letzten Runde in dieser Folge. 5, 4, 3, 2, 1, los! Genau, der Gong. Wir kommen zur letzten Runde. Runde Nummer 3. Jetzt haben wir einen Blitzer. Den Blitzer mag ich. Könnten wir vielleicht sogar 240 schaffen am Blitzer. Ich glaube, es ist der, den ich jetzt denke. Oder an den ich jetzt denke. Sind diesmal nicht ganz so viele Leute, aber wir sollten es trotzdem schaffen. Und wenn nicht, ist auch egal. Kann man trotzdem einige Sachen kaufen. Darum wird es nicht scheitern. Das war gar nicht mal so schlecht geschätzt mit 240. Oh, Alter. Ey, war das nicht geil geschätzt? Also, ich meine, besser kann man kaum schätzen. Zack, mit 2,18 oder 2,16. Immerhin. Ist jetzt ja auch nicht verkehrt. Oh, Baum. Alles. Keine Gefahr. Bitte wenden. Doch, die Kurbelage gefällt mir eigentlich. Vor allem bei der hohen Geschwindigkeit. War in Ordnung. Bei nächster Gelegenheit wenden. Komm, einer noch. Du hier. Und alles genau. Endet. Gleich gibt's 102. Fähigkeitsbereich. Da, okay. In 200 Metern links abbiegen. Wir liegen gut in der Zeit. Alles safe. Links abbiegen. Ich glaube, in 12 Minuten schaffen wir auch die zweite Runde. Sprungfähigkeiten. Ist das bei dem Haus im Wald oder wie?
wollte durchfahren, genau. Ja, was anderes wollte ich gar nicht machen. Was ist denn hier denn? Das Problem ist besser als gedacht. In 400 Metern links abbiegen. Scheiß drauf. Links abbiegen. Ich sehe nichts. Ah, jetzt. Ja, aber doch da, wo ich dachte. Also in der Nähe des Hauses im Wald. Das war knapp. Aber genauso geplant. Springen müssen wir. Die Leute kommen. Achso, gerade angekommen. Es sind leider nicht so viele Sprünge möglich. Ich fahre halt hier oben. Und weiter driften, weiter driften. Okay. Immer noch nicht. Ob das jetzt ein großartiger Sprung ist oder ein einfacher oder ultimativer, das ist ja komplett egal. Hauptsache eine Sprungfähigkeit. Auch wenn der Sprung nur ganz kurz war. Ja, das ist aber ultimativ schon. Alter. Kommt, Leute. Ja, jetzt hatte ich noch alles easy. Ein bisschen anstrengend wäre auch nicht schlecht. So, Porsche kann man auch machen. Wieder ein bisschen wenden. Wir hätten dann einen Drift. Wir hätten dann Zügen für Anfänger. Au! Eine sehr sanfte Landung. Das Artige ist, waren noch zwei Räder. Okay, wann denn? Wenn ich jetzt mal mitbekommen. I believe I can fly. Okay, doch nicht. Yo, Alter! Geht der da ordentlich Speed drauf? Ich kann ein bisschen hier hinten langfahren. Gucken, ob es hier noch was gibt. Nur springen, aber sieht nicht so schön aus. Leider. Wahrscheinlich nur noch Fähigkeiten machen, schätze ich mal. Okay, Blitzerzone. Bei nächster Gelegenheit wenden. Nö, ich will hier lang. Route wird neu berechnet. Natürlich kann ich die. Wahrscheinlich. Den Bomben hier umfahren. Ja, das ist dann als mein Penis, ey. So eine Frechheit. In 400 Metern links abbiegen. So, let's go. Die Zone ist cool. Oh.
170? Yes. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh, gleich die Punkte erst. Das wird geil. Punkte wieder auszugeben. Jetzt habe ich so 3 Tage lang gespart ungefähr. Von den 3 Tagen habe ich eigentlich mal gespielt. Könnte aber sogar knapp werden. Die Zone ist halt nicht ganz so kurz. Boah, verbessert. 174. Bei nächster Gelegenheit wenden. Irgendwie Hunger. Ja, zocken und aufnehmen ist anstrengend. Vor allem, weil die lange Dauer. Okay, ich höre jetzt gerade das 7. Video in Folge auf. 7 mehr. Ja, 6 ist die Folge und eine Fortsetzung Folge. Wird irgendwann auch anstrengend, aber ich hab Spaß dran. Aber nach der Folge ist wirklich Schluss. Die 6 Folge habe ich jetzt aufgenommen. Stimmt. Ich kenne nachher noch eine Let's Play Folge. Deswegen. So. Ist es überhaupt so klug, immer so viel Anlauf zu nehmen? Wahrscheinlich eher nicht. Nein. Mag's heute nicht. Noch ganz gut gewesen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Los. Ich glaube, von anderer Seite ist besser. Ja, das schaffen wir. In 1 bis 2 Minuten. Bei nächster Gelegenheit wenden. So, Eckert durch. Noch 2 andere. Hoffentlich auch halbwegs schnell. Und wieder besser, 178. Bei nächster Gelegenheit geht doch. Na, einmal schaffe ich sogar vielleicht noch. Oh, da war richtig. Warte, ich bin gerade hängen geblieben. Bin ich wahrscheinlich so oder so schon. Aber wisst ihr, wie ich das meine? Wisst ihr was? Nö, ich warte jetzt einfach. Die beiden könnten vielleicht sogar reichen. Oder eine. Können hier gerade noch einer? Ja, man sieht der Balken, da fehlt quasi nichts mehr. Wir gerade fahren dort hinten 2 durch, glaube ich. Runde 3 beendet. Glückwunsch. Dankeschön. Wieder 60 Vorzeitpunkte. Und ja, jetzt geht es natürlich an die schöne Sache an diesem Format, ans Ausgeben. Ich war nämlich letzter Zeit ein wenig, ich war wie immer aktiv, aber die Punkte, ich gebe die meistens halt direkt aus. Ich kann sie halt nicht sparen. Das habe ich nur ein kleines bisschen gespart. Dann ist es nicht so viel, sind 895 Punkte. Mal besser als nichts. Da kann ich mir, denke ich mal, auch einiges kaufen. Ich könnte mir natürlich Klamotten kaufen, dann ein vorzeitiges Auto und ein fucking Hammer H1 für 600 Punkte. Ne. Ich will Super Wheel Spins.
2, 3, 4, 5. So, und dann noch normale Wheel Spins, die ich mir 3 Stück kaufen können. 1, 2 und 3. Dann heißt es jetzt Punkte ausgeben. Machen wir erst die normalen Wheel Spins. Dann 5 Super Wheel Spins, ist das schön. Morgen kriege ich als VIP wieder 2 Super Wheel Spins geschenkt. Oh, ist das herrlich. Und super duper braune Schnallenschuhe. Die finde ich eher nicht so geil. Das Geld hätte ich gern genommen. Bitte nicht Klamotten, bitte nicht Klamotten. Oder bitte. Na gut, Quad habe ich schon. Bei den normalen Wheel Spins gern viele Klamotten, aber bei den Super Wheel Spins was ordentliches. Das wäre doch ein Deal, oder? Ich habe 2x Klamotten gezogen, reicht. Aber was Legendäres wäre nicht schlecht. So schön viel Kohle, Mann. Oder auch ein Schlag in die Fresse. Na, was, wenigstens einfach was Legendäres. So schön viel Geld, Alter. Oder eine Schneeleoparden-Leggings. Ist vielleicht auch legendär. Komm. Einmal was Dickes. Einmal dicken Fisch ziehen. Naja, in der Hinsicht meine ich nicht legendär. Ich wollte eher Geld haben. Die 300.000 darunter. Die hätten ein bisschen mehr geschmeckt. So. Letzte Chance. Ne, bitte Forza, lass mich irgendetwas halbwegs Gutes kriegen. Ich habe generell nichts gegen Klamotten. Soll ihr machen, wie er will. Und ich hätte lieber Geld oder Autos. So sage ich es mal. Finde die Klamotten im Spiel nicht. Stimmt, dass das drin ist. Ist aber cool, sich einzukleiden. Aber natürlich was anderes zu gewinnen, wäre besser. Immerhin einen Opel Manta 400 gewonnen, den ich zwar schon habe, aber ein Opel Manta ist cool. Die Erträge waren zwar von den Wheel Spins nicht ganz so geil, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht. Euch beim Zuschauen hoffentlich auch. Dankeschön. Das war der Hammer, glaube ich, ne? Ich glaube schon, ja. Schöner Dieselmotor. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Also die nächste Folge Forza Online Live, die wird sogar relativ bald kommen. Wahrscheinlich dann im Frühling. Mal gucken. Aber vielleicht so in 2-3 Wochen vielleicht wieder. Damit kann man, denke ich, mal rechnen. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss!